Mittwoch. Der erste Tag unserer Krabat-Wiederaufnahmeproben. Wir haben heute erfahren, dass wir einen neuen Tonder bekommen. Und so sehr wir auch den alten Tonder mögen, wir mögen den neuen genauso sehr. Er sieht so unglaublich gut aus und singt auch noch so unglaublich gut. Ich bin Piotr Prochera. Ich bin schon seit Ewigkeiten hier am Musiktheater im Revier, singe als Bariton. Und freue mich sehr, dass ich jetzt in die Rolle des Tonda schlüpfen darf. Freue mich auf die geile Musik. Es wird krachen, es wird Rauch geben und das Musiktheater wird beben. Krabat, zweiter Probentag. Donnerstag. Die Laune ist auf dem Tiefpunkt. Wir haben uns sehr gestritten. Freitag, dritter Probentag. Es geht voran. Wir nähern uns der Wiederaufnahme. Und eigentlich ist alles ganz schön. Erzählen wollte, ich habe den Polterwalzer heute neu entdeckt. Wir sind gerade in der Pause, große Pause, und Herr von Doppelschlag hat den Polterwalzer neu entdeckt. Das ist die Stelle, an der Michael gefoltert wird. Was haben Sie denn daran neu entdeckt? Ja, das Gefühl für das Lied. Das habe ich neu entdeckt. Schwer zu erklären, aber Sie werden es dann vielleicht hoffentlich sehen. Und Sie machen eine Essenspause. Ja, ich esse mein Pausenbrot, mein exklusives. Wir hätten keine 3 Stunden Tage für mich und ein Pausenbrot. Nein. Und, wie läuft's bei Ihnen? Ach, Bombe. Hallo, ich bin Merten und es ist unheimlich schön, hier wieder Krabat zu spielen, alle wieder zu treffen. Die zweite Vorstellungsserie, die Wiederaufnahme lief super und die Begeisterung vom Publikum ist ungebremst und ich freue mich sehr, heute wieder mit dabei zu sein. Ich bin hier in der Mühle, aber es ist natürlich eine geile Arbeit und deswegen freue ich mich einfach. Rund um diese schwarze Bühne sind Geräusche hörbar. Etwas Großes bereitet sich vor. Es ist wie auf der schwarzen Mühle. Man weiß nie, was als nächstes geschieht. Ja, ich bin Damien. Ich bin eigentlich nur Statist hier am Musiktheater. Und jetzt gleich bin ich der Michael und mache die Leiche. Sie sind also quasi ein Ehrenherr-Coppeller. So kann man das sagen, ja. Theoretisch. Ich finde, er ist der bessere Herr-Coppeller. Ich bin der Bela, ich bin auch Statist hier im Musiktheater, spiele aber diesmal die Rolle des Staschko, also eine stumme Kleindarstellerrolle. Und ich freue mich riesig, hier mit den Jungs von Coppelius mit auf der Bühne stehen zu dürfen. Sie, das ist sehr anstrengend, die Arbeit jetzt. Und Sie sind ja komplett nass geschwitzt. Ja, also ich will nicht mehr Einblicke geben, aber das ist einfach nicht. Vielen Dank. Und da liegt der junge Mann, der dem Herrn Coppella gibt, an seinem Arbeitsplatz, unter einem dicken Träger. Geht's Ihnen gut?